Herzlich willkommen bei Ritchie Brothers in Moerdijk in den Niederlanden. Hier wird heute Europas größte Auktion für Baumaschinen stattfinden. Diese Auktion findet fünfmal im Jahr statt, dauert 2 Tage. Und wir zeigen euch heute, wie wir hier Minibagger, Radlader, Bagger, Scharrenmuldenkipper, Autokrane, Fräsen, Fertiger verkaufen, sodass wir hier wirklich einen großen Platz haben, auf dem sehr, sehr viele Maschinen, ca. 2500 bis 3000 verkauft werden. Und freuen uns, euch gleich mal zu zeigen, was hier alles los ist. Jetzt sind wir wieder auf unserem Platz, wo ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt von den Maschinen, die hier aufgebaut sind. Unabhängig von Marke, Größe, Modell oder persönlicher Präferenz. Jeder Kunde kann bis zu 2 Tage vor der Auktion zu uns kommen und sich die Fahrzeugschlüssel und die Papiere geben lassen, um Maschinen zu testen. Wichtig dabei ist, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht, was mich interessiert, wofür komme ich her, weil die schiere Menge an Maschinen natürlich eine Inspektion aller Objekte schier unmöglich macht. So, hier sind wir jetzt in der Registrierungshalle. Hier bekommen alle Kunden ihren Auktionskatalog und anschließend auch ihre Rechnung. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier Counter in verschiedenen Sprachen, und zwar in Italienisch, Französisch und natürlich auch in Deutsch, sodass jeder Kunde wirklich auch in seiner Heimatsprache bedient werden kann und das Ganze einfach, unkompliziert und möglichst auch zu einem Spaß für jeden Käufer und Verkäufer zu machen und um euch zu zeigen, dass es einfach ist. Nachdem wir euch jetzt gerade unsere Registrierungshalle gezeigt haben, wollte ich euch jetzt einmal einen Einblick zeigen, wie unser Auktionstheater aussieht. Hinter mir seht ihr einen großen Monitor. Dort könnt ihr die Auktion verfolgen, so wie der Käufer im Internet das auch sehen kann. Und zwar funktioniert das relativ einfach. Unser Auktionator ruft immer eine Maschine auf, die sind alle durchnummeriert, nach dem sogenannten Asking-Preis. Das heißt, es ist ein Wunschpreis, nach dem er fragt. Wird dieser Preis nicht erreicht, passiert Folgendes, was dem Eigentümer erstmal etwas Unwohlsein beschert, aber sich hinterher wieder in Zufriedenheit umwandelt, nämlich er geht runter mit dem Preis. Beispiel, eine Maschine wird für 100.000 Euro eröffnet und geht dann auf 50.000 Euro runter. Da das ein absolutes Schnäppchen ist, wird dann direkt der Preis von 50, 60, 70, 80, 90.000 Euro hochgehen und dann zum Schluss hört man wie jetzt gerade im Hintergrund das Wort sold, was bedeutet, die Maschine ist verkauft und der Kunde hat dann das Geld in der Regel bekommen, was wir auch im Vorfeld prognostiziert haben. Jetzt habt ihr euch also einen kleinen Eindruck verschaffen können, wie es bei uns verläuft, wie der Registrierungsprozess ist, wie der Auktionator die Maschinen aufruft und natürlich auch, wie hinterher der Platz aussieht. Ich hoffe, ihr habt euch einen guten Eindruck machen können und die Auktion hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Informationen benötigt, geht bitte auf www.rbauktion.de oder ruft uns an.